Irgendwo muss er doch sein. Irgendwo hier am Wolchow muss er doch sein. Der verdorchte Aal. Wenn wir uns die Wochenrekorde anschauen vom Aal, dann ist das doch mehr als eindeutig. 6 und 7 Kilo dicke, fette Brocken, alle gefangen auf Fischfetzen, alle gefangen am Wolchow. Irgendwo muss der Brocken doch zu fangen sein. Abgefahrener Scheiß. Und ich habe schon ein bisschen rumprobiert. Ich stand das letzte Mal ein bisschen weiter links, klassische Stelle hier vorne, 100 irgendwas. Und hab da rausgeworfen. Und was ist reingegangen? 500 Gramm, 700 Gramm, 500 Gramm. Immerhin drei Aale in der Nacht, aber alle nur so olle Schnürsenkel. Braucht kein Mensch. Wir wollen die dicken, fetten Brocken. Dementsprechend habe ich das Setup auch zusammengebaut. Tendenziell eher auf die dicken Brocken ausgelegt. Ordentlich große Haken. Dicke, fette Fischfetzen sind dran. Tja, und jetzt heißt es abwarten und hoffen. Im schlimmsten Fall geht natürlich wieder nichts dran. Im besten Fall ballern wir uns da die Super Trophy rein. Ja, normalerweise sagt man ja immer, perfektes Wetter für einen Aal kann auch gerne das Regenwetter sein. Und es setzt auch tatsächlich gerade Regen ein. Der nächste Tag soll komplett verregnet sein. Und dementsprechend habe ich ja wirklich Hoffnung hier. Ich habe hier eine Rute tendenziell eher weiter hier vorne ausgelegt. Das heißt, ich bin so in diesem Bereich hier relativ ufernah und die beiden anderen Routen sind so ungefähr 20 Meter weit draußen. Auch das funktioniert ja hier an der Stelle immer wieder ganz gut, dass man so hier in diesen Bereich quasi reinkommt. Ne? Ruhig auch dieser Grenzbereich. Das ist halt auch immer richtig interessant. Es wurden tatsächlich auch schon Trophys gefangen hier an der Stelle. Ich schaue mal gerade rein. Zuletzt gepostet hat... Genau, Puck hat zuletzt gepostet. Seinen Spot oder auch diesen Spot hier mit über 4 Kilo, den Aal, auch auf Fischfetzen. Ja, perfekt. Der gesamte Beitrag... den Beitrag findest du unten drunter im Discord. Da ist der Link zum Discord. Da einfach mal reinschauen. Natürlich im Bereich Wolchow. Und da ist dann auch der Beitrag von ihm. Einige Aale, ich schaue gerade mal rein in seinen Kescher. Einige Aale rausgezogen. Schöne Brocken dabei. Natürlich auch Quappen, Schläfer, Grundeln und so weiter. Also, da ist einiges reingegangen hier. Vom Setup her schauen wir uns das mal eben kurz an. So bin ich gerade hier unterwegs. Ich kann mir gut vorstellen, dass man auch mit einem anderen Setup rangehen kann. Ich habe von Aal also auch schon gefangen, von kleinen Haken, mittelgroße Haken, große Haken bis Einserhaken und so weiter. Vorfach das gleiche Ding, 36 Kilo, 31 Kilo, Vorfachsmaterial und so weiter und so weiter. Also auch beim Aal ist es wirklich so völlig random, auf was der reingeht. Ich habe auch schon überlegt, mich hier hinzustellen mit einem Frosch. Vielleicht ballere ich auch gleich einfach nochmal einen Frosch rein. Oder ich teste das in der nächsten Nacht, dass ich mich hier einfach nochmal eine Nacht hinstelle. Und dann auch mal mit Köderfischen das probiere. Vielleicht einfach Frosch und Laube oder sowas. Einfach mal reinballern. Am Wolchow gibt es ja auch die Lauben. Warum auch nicht? Kann man ja durchaus mal probieren. Oder vielleicht den Aal mal auf dem Jig testen. Kann man ja auch mal machen. Ich gucke gerade nochmal in die anderen Sets rein. Hier habe ich sogar den Einserhaken groß. Auch hier Fluorocarbon mit 17,4. Und hier nochmal den Viererhaken. Alle drei Routen, wie gesagt, komplett mit Fischfetzen belegt. Und ja, ob da jetzt was geht oder nicht, werden wir sehen. Wir haben jetzt schon 2 Uhr in der Nacht. Langsam wird es aber Zeit. Du kannst es dir nicht ausdenken, Alter. 4.36 Uhr und es fängt an zu zuppeln. Und ich denke schon die ganze Zeit, Alden, hier geht einfach gar nichts an dem Spot. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Vielleicht noch eine kleine Quappe jetzt so zum Abschluss. Hä? Da wäre doch mal was. Da ist sie auch schon. Immerhin nochmal eine Quappe an dem Spot. Naja, aber bisher... Na,
nichts, gar nichts. Heißt also, die nächste Nacht auf jeden Fall auch nochmal abwarten. Ich werfe auch nochmal ein bisschen weiter raus. Das war ja jetzt hier vorne, also auch hier vorne ging gar nichts. Also auch da nochmal so grob in Richtung 20 Meter. Zack, dass man da nochmal schön weit rauskommt. Dann gehen wenigstens vielleicht noch ein paar Quappen rein. An der anderen Stelle zuletzt, da war ich ja wie gesagt hier vorne auch rausgeballert. Da sind neben den Aal auch noch Wels reingegangen. Heißt also nicht zu fein reingehen. Dicke, fette Quappen, dicke, fette Welse. Die können schon mal schwierig rauszukurbeln sein, wenn man hier mit einem Setup unter 10 Kilo unterwegs ist. Von daher, ja, nicht ganz so fein reingehen. Zweite Nacht, zweiter Versuch hier, was Dickes rauszuziehen. Es fängt gerade an, wir haben 22 Uhr, zweiter Abend sozusagen erst. Und wir gucken mal. Da hat es gerade so ein bisschen rumgezubbelt. Und wir gucken mal, was geht. Also, zweiter Versuch jetzt hier. Nochmal gleiche Stelle. Alle Routen auf ungefähr 20, 21 Meter weiter rausgeschmissen jetzt hier. Und ich hoffe, dass ich so in diesem Bereich hier bin, an diesem kleinen Schniepi. Das wäre jetzt vielleicht nicht so verkehrt. Gucken wir mal, ob das klappt. Und ja, sonst von den Routen her gleich aufgebaut. Auch wieder die ersten beiden hier komplett mit Fischfetzen. Ähnliches Setup wie gerade eben. Einserhaken, Viererhaken. Und dann das zweite, beziehungsweise das dritte, ist jetzt tatsächlich mal ein Frosch. Frosch rausgeballert auf dem Einserhaken. 27,7er Vorfach habe ich verwendet. Wir haben ja schon dann auch hier ein bisschen die Gefahr, dass dann ein Hecht reingeht. Zumindest in den frühen Abendstunden noch. Und das Flycast-Bleif habe ich mit verwendet, denn wir wollen ja trotz des Froschs auch noch ziemlich weit auswerfen können. Und das ist eben möglich, wenn man so ein gutes Blei verwendet. Ohne diese Bleie äußerst schwierig. Ich habe hier eine Rute mit selbst mit 150 Gramm Wurfgewicht, richtig hohes Wurfgewicht. Aber ja, so ganz dicke, fette, schwere Bleie daran zu ballern, ist halt auch immer so ein bisschen tricky, ne? Also, das Ganze ist draußen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Der Frosch schwimmt da hinten rum und wir warten wieder ab. Also Leute, wir jetzt mal ernsthaft. Wie kann man denn hier an der Stelle überhaupt irgendetwas fangen? Absolute Katastrophe. Zweite Nacht in Folge einen Schmarren. Zweite Nacht in Folge und ich stehe hier mit zwei verdorchten Quappen, Alter. So bescheiden habe ich ja schon lange nicht mehr gefangen. Wer fängt denn hier an diesem Spot auf 21 Meter Aaltrophies? Unnormal. Ganz, ganz, ganz wilder Scheiß. Das macht ja wohl überhaupt keinen Sinn. Abgefahren. Weder auf Fischfetzen noch auf Fürosch-Alden. Nix ist. 5 Uhr gleich durch. Das Einzige, was hier bimmelt, das bin ich an der Route. Ja, ich würde sagen, nix für mich. Nix für mich an der Stelle. Meine liebsten Spots fürs Aalangeln am Wolchow. Immer noch. Nach wie vor. Natürlich hier an der Stelle. Und dann kann man variieren. Entweder weit auswerfen oder links oder rechts ins Grün. Ich gehe da mal eben schnell hin, ist ja nicht weit weg. Den anderen Spot, da gehe ich nicht eben schnell hin, denn der ist weit weg. Zeige ich aber auch gleich nochmal eben. Also, hier die Stelle ist natürlich auch klassisch, ist wahrscheinlich auch schon mehrfach bekannt, auch durch verschiedene Videos und so weiter. Also, einmal kann man hier hinwerfen, einmal kann man da hinwerfen. Zack, zack und zack, zack. Und man kann gerade auswerfen. Zack, zack. Ungefähr hier so das zweite Fenster ist ja immer so der Blick. Oder wirft man einfach hier in den Schatten rein. Zack, genau da so hin. Attacke Vollgas. Lübt in der Regel ganz gut. Zuletzt, wie gesagt, die kleinen winzigen Aale, es waren immerhin Aale, sind hier so ein bisschen schräg rüber. Hier ganz gut haben die funktioniert. 3 Stück immerhin in der Nacht.
Selbst ein Schnürsenkel hätte mir ja so ein bisschen Seelenfrieden gebracht, aber zwei olle Quappenalten kannst du nicht ausdenken. Der andere Sport hatte ich jetzt zuletzt im Livestream auch schon gesagt und gezeigt. Hier an dieser Stelle muss man allerdings mit dem Boot hinfahren, kommst du so einfach nicht hin. Heißt also, wenn du gerade am Schleppen bist oder am Schleppen zu Ende bist sozusagen und sagst, okay, jetzt wird langsam Abend, jetzt beißen eh gerade keine Lachse mehr, ich gehe mal eine Runde auf Aal, dann kann man das da ganz gut testen. Und zwar ist hier diese Area, wo hier dieses kleine Eck ist, komplett zu mit Schilf und auch noch ein bisschen weiter. Da ist so eine richtige Schilfecke, so eine Schilfarea. Und so schön vor das Schilf geworfen. Man brettert mit dem Boot hier so hin, zack, geht hier ein bisschen runter. Und dann wirft man hier entspannt vor das Schilf. Hat mir auch schon Trophies gebracht. Ist allerdings auch schon einige Monate her. Ja. Eine dritte Nacht stelle ich mich da drüben bestimmt nicht nochmal hin. Wenn du dich hier verausgabt hast, auch gerne, wie gesagt, nochmal drunter schreiben unter das Video, ob und wie und was für dich hier funktioniert hat. Bei mir leider nichts und gar nichts. Weder bei Regen noch bei Sonnenschein noch auf Frosch. Leider gar nichts. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit. Wenn das Ganze geholfen hat oder gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.